Ich habe etwas Neues bekommen und diese Kamera packe ich jetzt für euch aus. Wir haben hier zwei Sachen, also einmal das Zeiss Loxia 35mm mit der Blende 2 und die Sony A7S Mark II. Wir fangen direkt mit der Kamera an und das Objektiv kann erstmal zur Seite. Viel gibt es an der Kamerapackung nicht zu sehen, deshalb schauen wir gleich mal rein. Wir haben hier ganz viele Zettel und Anleitungen, die für mich erstmal uninteressant sind, kommt alles erstmal zur Seite. Einmal umklappen und das erste, was wir hier haben, ist der Gurt, den ich sowieso niemals benutzen werde, also weg damit. Und da ist die Kamera, die schauen wir uns aber erst am Schluss an, also auch erstmal zur Seite. Eine schöne Sache, Sony legt zwei der Akkus bei, denn die Kamera ist sehr stromhungrig und da ist es schon mal besser, gleich zwei Akkus dabei zu haben. Hier haben wir noch einen Adapter, um die Kamera per USB zu laden. Das ist das Aufladegerät für die Batterien, schon mal sehr gut, denn bei manchen anderen Kameraherstellern muss man die Batterie in der Kamera laden. Das hier ist ein Schutz für HDMI-Kabel, damit die Kabel nicht so schnell abknicken können. 1000 Stecker und Kabel, die deutschen Stecker und das war's auch schon mit der Packung. Das ist die Kamera, schön handlich und hat ein sehr gutes Gewicht. Das Klappdisplay funktioniert in beide Richtungen, aber nicht komplett nach oben, so dass man sich selber sehen kann, wenn man sich filmen möchte, also für Vlogs oder so, eher ungeeignet. Kommen wir nun zum Zeiss Loxia. Die Packung sieht schon mal unglaublich schön aus, sehr schön mit diesem Weiß und Blau. Hier können wir das Ganze aufklappen, sehr hübsche Packung auch von innen und die ganzen Sachen kommen erstmal raus. Hier ist noch eine ziemlich dicke Gebrauchsanleitung, da werde ich vielleicht mal reingucken oder auch nicht, werden wir sehen. Die Gegenlichtblende ist sehr schön, sehr stabil, richtig schön aus wertigem Metall, fühlt sich richtig, richtig gut an. Und dann kommen wir auch schon zum Objektiv, das ist auch sehr schön schwer, obwohl es sehr klein ist, aber es fühlt sich sehr wertig an. Und ist natürlich auch komplett aus Metall. Der Fokusring ist wunderbar weich, hat einen sehr, sehr langen Weg, also man kann sehr präzise den Fokus einstellen. Das Objektiv ist komplett manuell, daher ist es auch sehr gut, dass der Fokusring so sehr weich ist und natürlich auch super für Videoaufnahmen. Sehr schön ist auch dieser blaue Ring, der halt für Loxia steht, so wie bei Canon mit den L-Objektiven rote Farbe hat, hat Loxia einfach diesen blauen Ring. Ihr seht bei der Blende schon vielleicht so ein bisschen, dass das Ganze klickt. Und hier innen gibt es noch eine Schraube, wenn man die einfach dreht, also mit einem kleinen Messer oder so, dann könnt ihr dieses Klicken ausstellen und dann habt ihr eine sehr, sehr weiche Blende, also könnt ihr es sehr, sehr fein umstellen und das ist natürlich wunderbar für Videoaufnahmen. Hier habe ich jetzt Objektiv und Kamera zusammen. Das Ganze sieht sehr, sehr gut aus, fühlt sich unglaublich wertig an, also ist eine klasse Kombo und ich denke auch Vollformat mit 35mm ist so für Dokumentation und für das ganze Leben drumherum einfach perfekt und mehr war in der Packung auch nicht drin, aber wer braucht schon mehr, wenn man schon das Objektiv und diese Kamera hat, dann hat man doch schon alles. Was haltet ihr von der A7S II? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn das hier euer erstes Video auf meinem Kanal ist, dann abonniert doch gerne meinen Cox, denn hier dreht sich alles um YouTube und ihr lernt YouTube zu verstehen und wie ihr dafür die perfekten Videos drehen könnt. Und ich habe euch noch weitere Videos verlinkt, damit ihr euch einen Eindruck von meinem Kanal machen könnt. Schaut euch diese gerne an und dann sehen wir uns beim nächsten Video.